Ja, hallo Freunde in der Nacht. Es geht mal wieder los. Heute am 15.05. um 7 Uhr. Letzte Woche Freitag war ich ja mit einem Kollegen von mir, waren wir in Paris. Was heißt, also nicht direkt Paris. Wir sind erst die A4, ja, Richtung Paris. Und dann halt diese Umgebungsautobahn, die 104. Und ich habe leider nichts von Paris gesehen, weil es doch, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, vielleicht 20, sind es vielleicht auch sogar mehr, aber es hat wirklich, also vom Verkehr her war, das ist ein Witz eigentlich dagegen. Also die A4, also wenn man, das ist schon unglaublich, wenn man hier so reinfährt in Deutschland, das ist, du bist schon erschlagen, ja, von den ganzen vielen Fahrzeugen. Und gut, wir sind so sehr früh gefahren, so um 0 Uhr, 2. Von Donnerstag auf Freitag, war ja am Donnerstag war ja noch ein Feiertag gewesen. Deswegen sind wir dann halt am Freitag früh morgens losgefahren und sind halt dann runtergefahren und klar, nachts war natürlich nichts los gewesen, also weniger los, aber das, was in Frankreich war, also das, was wir dann dieses Stück gar gefahren sind, also ich bin hier dann erst gefahren, das war lachhaft, ja, und es war vielleicht so ein bisschen ungewohnt, ja, weil es ja auch überall gibt es ja diese, wo man halt Maut bezahlt auf diese Autobahnstück. Und die kommt sehr oft, ja, und wir haben so ein Glück, so ein Gerät gehabt, wo man eigentlich nur durchfahren konnten, ja, und es wurde dann registriert und dann wurde die bezahlt. Und ja, das ist schon ein kompletter Unterschied und ich werde auch mal so ein Bild einfügen, da gibt es auch extra für Fahrzeuge, die langsam fahren oder halt wie LKW-Fahrer, die können dann halt rechts, das sind gerade an Steigungen, so sage ich mal ab 5% Steigung, gibt es da extra eine Spur, da fährt man halt raus und dann kann dann halt der Durchgangsverkehr, das waren dann insgesamt dann 3 Spuren, ja, mit dieser zusätzlichen Spur und dann können die Autofahrer ganz gut überholen und was ich auch interessant fand, da auf dieser A4, es war alles so vorbereitet, als könnte jederzeit eine Baustelle quasi eröffnet werden, weil es waren halt überall am Straßenrand, sag ich mal, alle 100 Meter, gab es extra so ein Schild, ja, mit Verengung und dann mit Tempobeschränkung. Und das fand ich schon interessant, ja, da wird halt nicht lang rumgefackelt, sondern die standen, glaube ich, immer. Wir sind mal an ein Stück vorbeigefahren. Es wäre ja in Deutschland undenkbar. Pylon, ja, also da war auch halt eine Baustelle und es wurde halt auf 2 Spuren, ja, und dann ist man halt sich entgegengekommen, ja. Also war nur Pylon, nichts, was dazwischen war, ja, mit Tempo 80 bist du dann da langgeheizt und voll cool. Also das ist, da wäre in Deutschland, keine Ahnung, da wäre die halbe Straße erstmal gesperrt, dann wäre dann irgendwas aufgebaut worden, ja, dass die sich nicht ins Gehege gekommen. Gut, in Frankreich fährt man sowieso nicht so schnell. Also man fährt ja da 130 mit dem Auto und mit dem LKW kann man da schon 90 fahren, ja. Und es war schon, also es war wesentlich entspannter, ja. Und man hat es auch wirklich gesehen, dass sich mehr Mühe gibt um die LKW-Fahrer. Aber ich habe auch extra an so, gab es an so Rastplätzen, da gab es halt so riesen Vögel, ja. Die haben auch so einen riesen Schnabel gehabt. Und da konnten halt die LKW-Fahrer was reinschmeißen, ja, an Müll, ja, und das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert, ja, und halt Richtung Frankreich, also direkt kurz vor Frankreich, da hat man schon gemerkt, so die 104, da hat schon der Verkehr schon angezogen, ja, aber der ist halt nicht so schlimm, gut, wir sind zum Glück nicht nach Frankreich, aber das sind ja Großstädte, das sind ja immer so ein bisschen mit viel Verkehr, dass wir zum Glück nicht reinfahren, dass wir nicht zum Glück reingefahren, weil dann hätte es wirklich wesentlich länger gedauert. Aber ich würde es immer wieder machen. Okay, Freunde der Nacht, dann soll es erstmal für diese Aufnahmen gewesen sein. Und jo, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.